data protection must apply no matter if it concerns the emails of citizens or the mobile phone of Angela Merkel, and that now is the time for action and not only declarations at the EU summit, because European leaders have the chance to show that now the data protection reform can be adopted by spring 2014. And this would actually be a declaration of independence of Europe, because that would allow Europe to credibly face the United States, giving itself a strong united voice on this important matter. Es kann nicht sein, dass im Wochenrhythmus der französische Präsident dort anruft, bei Herrn Obama dann die deutsche Bundeskanzlerin, ich weiß nicht wer noch, um sich immer darüber zu beschweren, dass amerikanische Geheimdienste ja nicht nur die Staats- und Regierungschefs abhören, das an sich wäre schlimm genug. Aber man darf bei aller Empörung, dass Frau Merkel abgehört wird, nicht vergessen, dass dahinter das Abhören, das flächendeckende Abhören der Bürgerinnen und Bürger unseres Landes steht. Es zeigt, der NSA-Skandal ist keineswegs abgeschlossen, wie während des Bundestagswahlkampfes gelegentlich behauptet wurde, sondern er ist noch größer, als man bisher angenommen hat. Und ich bin der festen Überzeugung, es braucht eine europäische Antwort. Die Amerikaner müssen die Grundrechte und die Prinzipien der Freiheit der Persönlichkeit, die in unseren Verfassungen in Europa und auch in den europäischen Verträgen niedergelegt sind, respektieren. Es ist für mich nur schwer vorstellbar, Freihandelsabkommen mit den USA zu Ende zu verhandeln, wenn die Freiheits- und Persönlichkeitsrechte der Bürger in Europa gefährdet sind.